Ja, wie sieht mein Tag so aus? Ich stehe halt morgens auf. Ich bin auch durchaus so ein Frühaufsteher und danach brauche ich erstmal auf jeden Fall ein Frühstück. Ohne Frühstück geht bei mir gar nichts. Ja, und dann gucke ich einfach so ein bisschen. Also entweder mache ich noch so ein bisschen Haushalt so am Morgen, weil ich finde, morgens ist man dann irgendwie auch immer so ein bisschen produktiver. Und ich mache aber auch sehr, sehr gerne schon vor der Abend so meine Sporteinheit. Finde ich immer ganz angenehm, gucke da aber auch so ein bisschen, wie ich mich fühle. Ob ich jetzt morgens ins Fitnessstudio gehe, ob ich noch eine Runde laufen gehe, eine Runde Yoga. Dann gehe ich zur Arbeit, dann mehr oder weniger direkt auch manchmal dann vom Fitnessstudio aus fahre ich zur Arbeit. Ja, mein Job ist ja auch sehr abwechslungsreich und da bin ich dann halt auch öfters unterwegs. Ich habe jetzt, wie gesagt, morgen meinen ersten Workshop. Oh, wirklich, dieser Verkehr am Morgen, wenn sie dann auch alle irgendwie los zur Arbeit wollen und oh. Also, wenn es irgendwie geht, die mit dem Fahrrad fahren. Wurde aufgrund aktueller Verkehrsmeldungen neu berechnet. Demnächst rechts abbiegen. Okay, toll. Ich koche halt ganz gerne immer so meine Sachen vor. Das heißt, ich habe so ein paar Tage in der Woche, wo ich wirklich viel koche. Dann kommt das alles in die Tupperdosen. Kommt das alles in den Kühlschrank. Wir machen jetzt so ein bisschen verschiedene Sachen. Wir machen einmal so ein kleines, nettes Gericht so mit Reis, bisschen Gemüse. Und dann machen wir uns auch noch einen schönen Salat. Yes! Erstmal haben wir jetzt hier so ein bisschen Wildreis. Den müssen wir aber vorher nochmal waschen. Mega praktischen Reiskocher. So, wir schälen jetzt einmal unsere Möhrchen. Ihr könnt das natürlich machen, wie ihr das möchtet. Ihr könnt die Möhrrübe natürlich auch einfach in Scheibchen schneiden. Den. Der ist aus dem Garten. Könnt ihr natürlich auch kaufen, ganz klar. Vielleicht nicht in der Größe, aber jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den geschnitten kriegen. So geil. Riecht so gut. Schöne Farbe. So ein bisschen gucken, ob man ein paar Bohnen reinmacht, Kichererbsen, also einfach, dass ihr halt auch eben, gerade so bei Bohnen, das ist halt auch nochmal ein super Eiweißlieferant. Also die Pfanne sollte definitiv nicht zu heiß sein, dass es euch jetzt gleich dann irgendwie gleich alles fackelt. Und ich mache das tatsächlich auch mal ganz gerne so, dass ich das so ein bisschen getrennt voneinander anbrate. So, die nehmen wir jetzt mal raus. Weil jetzt kommt gleich noch unser. Also es geht halt total schnell. Es ist ganz einfach und halt ja komplett vegan. Den Kürbis ruhig so ein bisschen scharf anbraten, ganz wichtig. Wir haben den Salat, wir haben jetzt hier noch mal so ein bisschen Lauchzwiebel und natürlich Kürbis. Das war's schon. Easy. Ich ernähre mich rein vegan. Habe jetzt aber halt auch im Rahmen vom Projekt Körperwandlung den Tipp bekommen, ich soll es doch einfach auch mal versuchen, komplett auf Gluten zu verzichten. Fand ich am Anfang ganz furchtbar, habe ich gedacht, oh mein Gott, warum? Also gehörte da halt auch wirklich viel Vertrauen dazu und jetzt bin ich total happy, dass ich das gemacht habe und versuche auch so im Rahmen des Körperwandlungsprojekts halt auch wirklich
mehr zu gucken, dass ich ausreichend Schlaf bekomme. Weil ich habe es eine Zeit lang jetzt mal wirklich sehr vernachlässigt und habe das auch wirklich tatsächlich ganz doll gemerkt. Also ich war mega schlapp und unzufrieden. Auf der Waage hat sich irgendwie auch überhaupt nichts richtig getan. Und ich glaube wirklich, dass das auch eben auch damit dann zusammenhängt mit nicht ausreichend Schlaf, zu viel Stress. Und ja, von daher versuche ich da auch sowas so zu berücksichtigen und fühle mich da sehr, sehr gut mit. Am Abend gucke ich halt, ja, wie geht's mir, was brauche ich jetzt, brauche ich noch so ein bisschen was so zum Runterfahren. Ich mache dann auch ganz gerne manchmal noch so Meditationsübungen. Habe ich halt vieles so für mich so mitgenommen aus der Zeit, wo ich in einem Kloster gelebt habe. Und das ist halt ganz toll. Der September war jetzt ja schon sehr stark für mich, so was Wettkämpfe angeht. Ich habe an 3 Wettkämpfen teilgenommen und ich würde sagen, lief ganz gut. Also alles auf jeden Fall gefinished und beim Survival auch den 3. Platz belegt. Habe ich mich sehr gefreut. 1. Platz in meiner Altersklasse. Wuhu! und da habe ich echt so gedacht, okay, läuft bei uns, Sarah Screen, klappt ganz gut. Und dafür bin ich halt sehr, sehr dankbar und ich bin gespannt, wo die Reise noch so hingeht. Ich versuche alles so mitzunehmen. Und selbst wenn das Projekt Körperwandlung dann irgendwann vorbei ist, dann bin ich dankbar für alles, was ich mitnehmen durfte und werde das natürlich weiterhin so durchziehen. Also ich achte halt schon so darauf, dass ich halt im Alltag nicht so sehr gestresst bin. Aber wir kennen das alle. Es ist halt manchmal so, da ist es einfach alles zu viel. Und da ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man dann einfach schaut, dass man wieder so ein bisschen runterfährt. Ich werde halt einfach so für mich jetzt gucken, wo ich mein Stresslevel wirklich so reduzieren kann. Werde das einfach noch mehr so in meinen Alltag integrieren, dass ich mich beim Sport, beim Kochen, bei der Meditation oder beim Yoga da einfach so ein bisschen mehr runterfahre, damit es mir besser geht, weil das ist schließlich das Wichtigste und ich freue mich drauf, wie es noch so weitergeht und ja, wo die Reise noch so hinführt. Bleib gesund!